Die Löwen haben keine Kosten und Mühen gescheut, die Trikotpräsentation erstligareif zu machen. Stefan Schneider hat moderiert. Sie sind also mit dabei, wenn zwei begnadete Graffiti-Künstler, die man hier in München kennt, aus München-Sendling, hier gleich das Sprühen anfangen. Ich darf sie jetzt schon mal begrüßen. Lando und Kiss-Kiss. Der große emotionale Dienstagabend und jetzt sind sie da in den neuen Trikots des TSV 1860 München, in den neuen Kleidern von unserem Ausstatter Macron. Das ist also der neue Hoffnungsträger des TSV 1860, das neue Löwenleiberl der Saison 2015-2016 mit einem neuen Trikot, auch bessere Leistung, Löwen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir eine vernünftige Mannschaft, die gezielten Verstärkungen bekommen, dass wir jetzt eine richtig gute Vorbereitung haben, dass wir einen vernünftigen Fitnesszustand aufbauen. Und dann wollen wir das so haben, erstens auf alle Fälle eine ruhigere Saison wird als letztes. Trainingsauftakt beim TSV 1860, rund 500 Zuschauer, ein neues Trikot. Aber wo bleiben bitte die Neuzugänge? Wir können uns nicht erinnern, dass der TSV 1860 jemals bei einem Trainingsauftakt ohne Neuzugang dagestanden ist. Wird sich das bald ändern? Eine der Wunschverpflichtungen von Sportdirektor Gerhard Poschner und Thorsten Fröhling ist Ruven Hennings, Torjäger des Karlsruher SC. Die Frage ist natürlich, bekommt der Löwe da den Zuschlag? Ich war aber noch nicht dabei, oder? Nein, der hat einen verletzt.